Hallo YouTube, Max von hier. Das ist das erste Video in einer Reihe mehrerer Videos. Es geht um Borreliose. Borreliose ist eine Krankheit, die von Zecken übertragen wird. Man geht davon aus, dass eine von 10 Zecken mit Borreliose befallen ist und sie an Menschen übertragen kann. Andere Studien gehen von einer von 6 Zecken aus. Es kommt auch darauf an, in welcher Region. In Süddeutschland ist der Befall mit Borreliose höher als in Norddeutschland. Borreliose ist eine Krankheit, die verschiedene Symptome auslösen kann, die in verschiedenen Stadien auftritt. Es gibt 3 Stadien, je nachdem in welchem man... Ja, es gibt 3 Stadien. Diese Seite ist dafür da, für Betroffene, für Diskussionen zwischen Betroffenen. Und sie ist dafür da, eine Lösung zu finden für diese Krankheit. Borreliose wird bisher noch oft falsch diagnostiziert, auch im Anfangsstadium, und wird ganz oft auch falsch behandelt. Was vor allem an den Richtlinien liegt der Ärzteschaft, die beeinflusst sind von den Richtlinien, die in Amerika herrschen. Damals gab es eine Kommission, also in Amerika wurde Borreliose das erste Mal diagnostiziert als Lyme Disease. Und in dieser Kommission saßen Mediziner und Mitglieder von und Gutachter von Krankenkassen. Und man hat eben Richtlinien erstellt, an die sich heute auch die Ärzteschaft in Deutschland hält, die, wie schon gesagt, oft zu Behandlungsfehlern führen. Möglicherweise gezielt, weil eine richtige Behandlung würde die Krankenkassen deutlich mehr Geld kosten. Ich hatte einen Zeckenbiss 1990, leider an einer sehr intimen Stelle. Diese Zecken suchen sich besonders feuchte Hautfalten auf. Das mag einiges jetzt aussagen über die Stelle, wo diese Zecke zugebissen hat. Ich war damals Krankenpfleger im Altersheim, Zivildienst, und eine Krankenschwester machte diese Zecke raus. Es gab danach zwar eine Rötung, starke Rötung, die sich ausbreitete. Ich habe das Ganze aber nicht beachtet, oder mir war das Ganze auch viel zu peinlich, damit zum Arzt zu gehen. Danach gab es dann auch Symptome, die ich aber nicht erkannte. Es gab zu Gelenkschmerzen, es kam zu Konzentrationsschwierigkeiten, es kam zu Gefühl wie in Watte gehen. Ich hatte Depressionen, ich hatte Angst, Panikattacken teilweise auch. Trotzdem habe ich mein Leben ganz normal gut hingekriegt, habe angefangen zu studieren, fühlte mich aber immer etwas behindert, in Anführungszeichen, durch Krankheitssymptome, die immer wieder auftauchten. 2000 wurden diese Symptome dann besonders extrem. Ich habe sie dann meinem Hausarzt geschildert. Es waren wieder geschwollene Gelenke, rheumaartige Schmerzen in den Gelenken, Konzentrationsschwierigkeiten, massive, das Gefühl, als hätte man ständig eine Mütze auf oder würde ständig in Watte gehen. Und dieser Hausarzt machte das erste Mal einen Bluttest auf Borrelien und der war positiv. Er erklärte mir aber gleichzeitig darauf, dass man diese Behandlung nicht, dass man diese Krankheit nicht behandelt. Und hielt sich damit, was ich erst heute weiß, an die Richtlinien der amerikanischen Ärzteschaft. Er erzählte mir, dass ein anderer Patient von ihm, ein Oberförster, bei dem Test viel höhere Werte hatte und dass der sehr gut damit leben würde. Es käme nur darauf an, dass man sein Immunsystem stärkt, dann könnte man mit dieser Krankheit gut leben. Er sprach auch nicht von der Krankheit, sondern er sprach eigentlich davon, dass man nur dann behandeln würde mit Antibiotika, wenn sie akut zum Ausbruch kommen, zum Beispiel an bestimmten Gelenken oder ja, wie auch immer. Ich habe dem Arzt geglaubt und habe dem geglaubt bis vor 2 Wochen noch. Ich habe schon vor mehreren Wochen zunehmend wieder Probleme gehabt, wieder mit Grippe. Grippe ist etwas, was ich ständig habe.
Man muss wissen, dass diese grippeähnlichen Beschwerden eben auch zum Krankheitsbild der Borreliose gehören. Ständig Schluckbeschwerden, die auch jetzt noch nicht weg sind, Hitzewallungen, Konzentrationsschwierigkeiten, dann ständig ein Tinnitus-ähnliches Geräusch im Kopf. Ja, auf jeden Fall war ich wieder beim Arzt. Er lehnt im Endeffekt wieder ab, oder lehnt es diesmal ab, einen Borreliose-Test zu machen, weil er das nicht indiziert sah. Ich hatte auch einen Hautausschlag, rote Flecken, kreisrund, in der Mitte weiß, an den Beinen, an den Handgelenken. Und er schickte mich damit zum Hautarzt, der mir dann eine Creme verschrieb. Der Hautarzt konnte keine andere Krankheit erkennen. Er war nicht ratlos, was das jetzt für Flecken sind. Hat mir einfach eine Creme verschrieben mit Antibiotika und antibakteriellen Geschichten, die aber eigentlich ganz gut, denke ich mal, war in dem Fall und auch etwas geholfen hat. Auf jeden Fall, die Flecken sind dann wieder verschwunden, andere Beschwerden sind geblieben. Massiv wurden die Beschwerden dann letzte Woche. Ich saß in der Arbeit vor dem Computer, konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Starte eigentlich nur noch auf dem Bildschirm und habe im Endeffekt gewusst, dass ich in der nächsten Woche gar nicht zur Arbeit gehen könnte, weil ich mich einfach nicht konzentrieren kann auf die Arbeit. Am Wochenende kamen Panikattacken dazu, Depressionen. Ich saß zu Hause, war alleine und hatte eben diese Panikattacken. Traute mich auch nicht hinaus. Und ja, dann begann ich etwas zu recherchieren bezüglich Borreliose, was man ja nicht machen darf oder nicht soll, laut Arzt, weil man sich ja nur dann mehr aufregt. Plötzlich erkannte ich, dass viele der Krankenbilder, die ich fand auch im Borreliose-Forum, meinem Krankenbild ähnelten oder fast gleich waren. Viele der Symptome, die ich in der Vergangenheit gezeigt hatte, ab 1990 schon, der Borreliose zuzuordnen sind im Endeffekt. Ja, ich lernte noch verschiedene andere Sachen, unter anderem folgendes. Offenbar wird von Krankenkassen und einigen Medizinern verbreitet, dass es ein Symptom oder eine Form gibt der angelesenen Internetborreliose. Diese zynische Bezeichnung bedeutet, dass Leute, die Probleme haben, psychische Probleme haben, Depressionen haben, im Internet über Borreliose lesen und sich diese Symptome aneignen. Also absolute Frechheit. Leute, die Beschwerden haben, die eindeutig mit Borreliose zu tun haben, in diese Psycho-Ecke, Psychokiste zu stecken und ihnen zu unterstellen, sie würden sich das Ganze nur einbilden.